Hugo Schenk wurde am 11. Februar 1849 in der heutigen Tschechei in der damaligen österreich-ungarischen Monarchie geboren. Er war Sohn eines Richters und sein Bruder war als Gemeindearzt tätig. Hugo Schenk selbst begann bereits 1869 sich als Adliger auszugeben. Dafür wurde er auch zu schwerer Kerkerhaft verurteilt. Mit 32 Jahren wurde er wegen Heiratsschwindels verurteilt. 1883 traf er ein Dienstmädchen, das in Wien arbeitete. Schenk versprach ihr die Ehe, woraufhin sie ihre Arbeit kündigte, ihren gesamten Besitz packte, um auf eine angebliche Hochzeitsreise zu fahren. Doch er vergewaltigte sie, raubte sie aus und warf sie mit einem Stein beschwert in einen mit Wasser gefüllten Abgrund, dessen Tiefe heute bislang auf 404 Meter gemessen wurde. Auch eine Tante des ersten Opfers wurde angelockt, beraubt und ermordet. Ihre Leiche fand man in der Donau. Auf einem Picknick erklärte er seinem nächsten Opfer das Spiel Russisch Roulette anhand einer angeblich leeren Waffe. Sie erschoss sich selbst. Einen Mord später, am 10. Januar 1884, wurde Hugo Schenk verhaftet und zum Tode verurteilt. Am 22. April 1884 wurde er am Galgen hingerichtet. Sein Schädel befindet sich heute im Wiener Kriminalmuseum.